Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 Nostalgie-Projekt auf der Oberes Glantal in der Südpfalz zusammen mit dem McManus, den Schweizer Domme und dem nichtssagenden Manu. Hallo. Moin! Hi. Boah. Komm, jetzt hast du letzte Folge, warst du so still, jetzt erzählst du uns erstmal was. Wie war dein Tag? Super. Cool, nicht. Du bist doch YouTuber, jetzt? Let's Player, du musst reden. Weißt du, das hat Tino damals zu mir gesagt. Ich war damals auch so ruhig, hab nichts gesagt und er hat gesagt, boah, Fisi, Mann, du machst YouTube, du musst quatschen! Und ich so, ja, es tut mir leid, ich bin ein bisschen nervös und so, halt dein Maul und quatsch jetzt! Ich so, ja, okay, echt leid, was soll ich denn reden? Ihr Bums! Okay. Okay. Da, und an dem Tag, da ist Bullshit Freezy geboren. Real der Knoten auch, geplatzt. Schau mal, vorbei. Da fällt dir das Ei aus der Hose, wenn du zuhörst, Alter. Ohne Scheiß, ne? Also ganz ehrlich. Da kann sich kein Mensch reinziehen. Ich bin heute gut drauf, Mann. Ah, hast du wieder deine grüne Suppe in dich reingeschüttet, oder? Nee, um ehrlich zu sein, heute gar nicht. Dein Toxic Drink. Nee, auch nicht. Wirklich nicht. Ich trinke auch gerade hier, Eistee Peach. Nein. Ja, 100 Pro, Alter. Nein. Eistee Peach. Ja, ist so. Zitrone. Nein, es ist wirklich Peach, die Bitch, ey. Ja, ja klar, Mann, ey, Junge, Standard. Das ist Standard-Skill hier, was ich hier habe, Mann. Eistee Peach, wusste ich sofort, Alter. Ja, der braucht doch seine 500 Gramm Zucker am Tag. Man machst du dich wie viel um Pferden? Frisst einfach so eine Packung Zuckerwürfel. Kannst einfach mal ein Wasser trinken. Ja, Mann, genau. Fürs gute Gewissen. Fürs gute Gewissen. Oh, hab ich mich bis so ernährt, wollte. Ja, aber ganz frisch. Ja. Oh, ey, heute Abend nur Wasser getrunken, ne? Aber Packung Zuckerwürfel gefressen. Ich meine, Zucker ist so für den Körper schon so ein. Ja, also wenn du keinen Zucker zu dir nimmst, ist das schon problematisch für den Körper, weil der macht schon ganz schön Brainfuck dann mit dir, ne? So? Ja, tu doch mal keinen Zucker zu dir nehmen, ein paar Tage, ja, Wochen. Zucker ist ja Energie für deinen Körper, aber... Ja, Zucker sind Kohlenhydrate. Ja, aber das sind ja keine sauberen Kohlenhydrate. Nee. Und nimm doch mal saubere Kohlenhydrate zu dir und lass einfach mal den Zucker weg, ein paar Tage, ein paar Wochen, Alter, dann kriegst du richtig schlechte Laune. Aber richtig schlechte Laune, ja. Auch Schmerzen. Siehst du an mir. Real Talk, das hatte ich mal. Ja, aber du siehst ja an mir. Naja. Wieso sieht denn der trotzdem an, Alter? Was ist denn das? Ach so, weil die Deutschaufhängung so scheiße ist, dass er selbst, wenn er ihn hochnimmt, noch auf den Boden schleift. Unglaublich. Nee, aber ist wirklich so. Der Körper dann irgendwann, wenn der Zuckermangel hat, da puh. Ich bin ja gerade in so einer Phase drin, Alter. Ganz schlimm. Läufst so an so ein auf Arbeit an so ein Stück Schokolade vorbei, weißt du, da würdest du direkt so zusammenbrechen, in Ohnmacht fallen. Da bilden sich so auf einmal so anderthalb Liter Speichel in den Mund. Die kriegst du gar nicht weggeschluckt so schnell. Interessante Vorstellung. Ja, ist aber so. Ist wie ein Squirt im Mund, Alter. Oh Gott. Puh. Bei diesen Aussagen komportiert sich meine Gehirnhälfte von selbst. Alter, du. Ja. Gut, reicht für die Folge, hab eingebracht. Ach ja. Oh Mann, ey. Ich würde mich selber abonnieren, das ist Fakt. Das hab ich. Hast du wahrscheinlich mit 20 Accounts. Nee, das hab ich nicht nötig. Das merkt YouTube, die löschen dir sowieso irgendwann. Ja, so wie bei. Und wenn du YouTube auf den Sack gehst, kannst du auch wetten, dass sie dich zurückbumsen. Ja, der Algorithmus. Du YouTube der auf den Sack gehen. Ja, weil das der Algorithmus auf jeden Fall checkt. Ja, und dann bist du fertig. Irgendwann, irgendwie wird's der Algorithmus checken. Und dann wirst du im Ranking einfach. Fällst du nach unten und dann. Genauso wenn du länger inaktiv bist oder so, sagt man halt, dass man sowieso YouTube schlecht. Ob das alles so ist, keine Ahnung. Den Algorithmus blickt sowieso keiner mehr durch, aber ist ja auch egal. Aber, ja. Nee, aber das mit dem Zucker ist echt so. Weil ich ja zurzeit aktuell. Wüsste nicht, in was für ein Lebensmittel oder wo ich Zucker zu mir nehmen würde.
Ein paar früh habe ich in meinem Shake so 100 Gramm diese Waldbeeren, also diese TK-Waldbeeren, weißt du? Ja. Ich glaube, da ist ein bisschen, da sind 5 Gramm Zucker dabei oder so. Brauch mal eben Abtanker, bitte. Was soll ich machen? Abtanker wäre nicht schlecht. Ich komme. Da schmeiß ich halt gleich meinen Ursus an, Alter. Oh, und da schreit er schon wieder. Ich brauche mehr Gewicht, ich brauche einen größeren Berg. Au! Der Ursus kommt. Belarus, scheiße. Belarus. Ursus hast du verkauft. Ich würde ja feste gehen, Manu, wenn du jetzt das komplette Stück so links, rechts pflügen würdest. Was? Den Streifen hier, wenn du den so links, rechts pflügen würdest, wie du es gerade gemacht hast. Ach so. Hörst du das? Wie der angeschrien kommt von hinten? Oh, ja. Ja, der kommt angeschrien von hinten, da wird dir Himmel Angst, oder? Man hört ihn auf jeden Fall. Dann ja. Kannst du endlich hier im Fahren abtanken? Ich war komplett voll, du Hammel. Boah, scheiße, Alter. Das war kurz ein Start. Ich wollte in die Innenansicht switchen, Alter, da hat es bei mir erstmal 5 Sekunden gedauert, kurz. Leck mich am Arsch. Also wir haben die 1.3 Version drauf. Ich glaube, die Map kommt nicht so richtig klar mit der neuen Version von Giants. Mit dem Update. Lodi ist leer, ne? Hat so untergrub an den Schütter. Boah, der Mensch. Alter, ich muss hier rüber. Was ist los mit dir? Ich dachte, du fährst gerade aus. Nee, ich hänge mir noch einen dritten Anhänger dran, weil der Ursus hier sonst, der haut mir sonst ein paar aufs Maul, wenn ich hier nicht bald Gewicht dran bringe, Alter. Ist echt so. Der Motor zeigt mir die ganze Zeit schon den Stinkefinger, ey, und will da rauskommen. Dauert nicht lange, ich hab schon Zündkerze im Kopf. So, warte mal, kann ich den überhaupt an? Ja, kann ich. Ich wollte mit meinem Chef shoppen. Der ist auf dem Schrottplatz. Dann waren wir Kettensägen gucken. Er ist ja mitgepostet. Ja! Was hab ich gesagt? Hä? Nicht du. Vergessen. Ja, wäre falsch schon wieder. Die ist immer ein bisschen übereifrig, die Kleine gerade. Ich habe gesagt, du bist eine Kleine. Natürlich. Natürlich bist du klein, was bist du denn sonst? Ja, von der Klappe her bist du wie eine Große. Willst du Papa gute Nacht sagen? Ja. Ja, komm her. Los. Freezy, wenn du jetzt in den Kalk gefahren wärst, ohne Scheiß. Hallo hier rein. Hä? Hallo. 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 So, ab ins Bett, husch. Lymphox-Buggy. Ich zeig dir gleich mal die kleine frische Dachs hier. Komm los, ab. Was hast du jetzt angesehen? Ich bin beim Weizensehen. Du sollst doch Mais. Hey, Mais, weil. Ne, sag ich doch. Ich kann gar kein Weizen. Weil ich Mais ansehe. Mais hab ich angesehen. Gut. So, und jetzt pass mal auf. Jetzt. Tu ich hier mit dem Belarus den Berg in Angriff nehmen, Alter. Und dann wirst du sehen, da wird er das erste Mal glücklich sein. Wenn man das erste Mal grinsen sehen gleich. Oh. Der wird kaum langsamer, Alter. 3 Anhänger dran. Der schreit ja so einfach die ganze Zeit, interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Guck da mal, ey, der Traktor hier. So einen brauchen wir zu Hause. Ist kein Scheiß, können wir im Baumarkt fahren am Wochenende. Aber der lacht er uns aus, ey, wenn wir mit dem im Baumarkt fahren. Außer wir holen ein paar Paletten Steine. So, edles Weib, hast du mir einen Kaffee serviert? Das ist natürlich schön. Das ist der Kalk, was du da stapelst, gell? Ja. Wir brauchen einen Radlader? Echt? Warum? Warum leert er das nicht aus? Jetzt. Danke, Maus. Also wir brauchen einen Radlader, hat's edle Weib gesagt. Ja, wieso nicht? Ja. Was denn? Ja, weiß ich denn nicht, für was die einen Radlader braucht. Um deine Shakes, die du kaufst, ins Haus zu transportieren. Meine was? Deine Shakes ins Haus zu transportieren, die du kaufst. Meine Shakes, die sind ja nicht fertig. Ja, das Pulver halt. Da ist ja nicht mal Pulver drin. Also, ich muss doch an, jetzt welche Shakes du meinst. Wenn du Frühstück-Shake meinst, ist keins drin. Nee, ich glaube, das, was du nach dem Training. Ach so, dann da ist was drin. Warte mal, Mais, oder? Ich hab das Gefühl, ich brauche Muskeln ab. Ach nee, ich hab echt das Gefühl, ich brauche Muskeln ab.
Ich auch. Ja, weil weil ich halt einfach so. Du brauchst anscheinend Bauchmuskeln auf gerade, oder? Kann das sein? Gerade ja. Nee, ich meine meine Frau. Weil ich. Ich fühle mich doch so schlapp, ey. Wisst ihr das? Ja, weil du keinen Zucker zu dir nimmst. Ja, ich brauche mal ein bisschen Zucker, ey. Hast du mal irgendwas mit Zucker? Wir trinken prinzipiell immer nur Wasser. Kann ich mal so an so einer Schokolade lecken, wenigstens? Nur mal lecken. Mal riechen. Ist deine Frau ein Stück und haucht dich an. Die macht auch hier Sorgen. Kannst du sehen, die stirbt meinen Kopf über ihren. Warum isst du denn den Nutella mit dem Löffel? Ja, mein Brot macht dick, ey. Ja. Ja, genau. So wird's sein. So, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll hier. Ach so, du bist ja fertig mit der Ende. Was mit dem Weizenfeld? Nee, mit den Sojabohnen. Bin ich gerade dran. Die erntest du jetzt? Ja, wenn. Ihr sagt doch gleich, ich soll die Anhänger dorthin bringen. Jetzt habe ich die oben abgestellt, jetzt fahr ich wieder da hoch oder was? Ja, ey, keine Ahnung, muss ich. Ja, mein Gott, denkst du mal ein bisschen mit? Und der Schweizer, der tut dir auf ganz gemütlich hier den Kalk durch die Gegend fahren, sinnloserweise. Das ist kein Kalk. Haben wir zu viel Diesel im Tank überall oder was? Ich mach den Anhänger frei machen. Du musst mal gucken, wie schön er den da an die Seite gestapelt hat, neben dem Kercher, wo 1000 Fahrzeuge fahren und wahrscheinlich irgendjemand dagegen fahren wird irgendwann. Ja. Fahre ich gegen den. Also diesen Belarus. Ich finde es sehr schön, dass du es da hingestapelt hast, aber warum neben den Kercher? Tino, komm mal zum Hof bitte. Also komm mal zum Hof. Ja, ich kann dich hexen, ich habe keinen Hubschrauber. Ich bin ja dafür, dass wir den Belarus-Motor ausbauen und in den Fendt gegen den deutschen Motor da tauschen. Dann hat der Fendt noch einen geilen Klang zur Optik. Schau mal, wer das Mais-Schneidwerk in die Halle gestellt hat und wie er es dorthin gestellt hat. Ja. Muss schnell gehen. Ja. Was stimmt denn damit nicht? Jetzt komme ich, Alter. Naja, was stimmt denn damit nicht? Ich meine, halt Maschinenwartung und Pflege hatte ich ja noch nie interessiert. Nee. Aber stört das hier? Da ist doch wahrscheinlich schon wieder jemand. Das ist speckendreckig, Alter. Das können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen beim nächsten Mal benutzen. Ja, da wird sich gar nichts mehr bewegen. Aber ey, Mister, ich weiß sowieso alles besser und bin super schlau. Kann das natürlich. Das ist doch nur ein bisschen Erde. Da tust du Wasser drauf, damit das wieder feucht und schlammig. Und dann kannst du es ab. Erntest du eigentlich während der Zeit, während du hier quatschst und hier rumrennst? Ja, sicher, hab einen Helfer angemacht. Den nostalgischen Helfer. Dein Opa oder was? Mein Opa ist ein DDR-Flüchtling. Ja. Ohne Scheiß. Ja, nee, glaub ich dir. Was hat er gemacht? Tunnelgramm oder Ballon geflogen? Nein. Es gab ja nur die zwei. Er war der Heißballonflieger da. Aber der Heißballon? Ja, Heißballon. Ach, du weißt, was ich meine. Die Klappe, Alter. Heißluft? Heißballon? Mann. Ah, ich hab Jean! Wollen wir am Wochenende mal Heißballon fliegen? Heißluftballon, jetzt halt die Klappe, ey. Aber ey, ich habe eine Frage, Schweizer. Meinst du, wenn du das so ablädst und jetzt hier hinten die ganzen Big Packs alles auf der Achse stehen, dass die Stasis das aushält? Weißt du was? Ich glaube, es eskaliert. Oh, der ist aber tief, Alter. Ey, Scheiße. Den hat den keiner verstanden, aber der war gut, ey. Ohne Mist. Der ich will mal kurz hier zurücklehnen, ey. Ich stell mich mal unter das Schleppdach und lehne mich einfach mal zurücklehnen, hier, Gott. Mal einen Kaffee zutschen. Ach, heute war da nichts mehr. Die Folge ist eh gleich rum. Das haben die Älteren haben's verstanden. Mach schnell wieder, ey. Ich hab's auch verstanden, du Arme. Ja, du bist ja auch ein Älterer. Wollte ich gerade sagen. Ich bin 18. Ja. Und das andere Bein?
Ach ja. Ja, gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut bei den anderen Bonus vorbei, alles in der Videobeschreibung. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Ciao.